Commander, es scheint, als wären die Verteidigungen auf diesem Planeten verstärkt worden. Boi, das ruckelt aber ein bisschen. Die Invasion offensichtlich bei dir auch? Ernst genommen. Nee. Also ein ganz kleines bisschen, aber. Das kann auf Fraps liegen. Vielleicht, aber. Ich habe jetzt nur noch so 27 oder so. Frames per Sekt. Ich habe keine Fraps-Zahl eingeblendet, also. Es kann sein, dass es leicht ruckelt, aber. Das scheint ein gut zu verteidigender Ort zu sein. Achtung! Angriff! Angriff! Ich sage Rückzug! Rückzug! Was denn jetzt? Das hört sich unsinnig an. Wer bist du? Phillips, örtlicher KI-Beschützer von dieser Kolonie. Ja, ja, natürlich bist du das. Du hast dich beschädigt angehört. Geht es dir gut? Naja, es stimmt schon, dass ich nicht mehr so ganz funktioniere. Irgendwas hat meinen Code gestört. Ja, das passiert. Wenn du eine Magen-Darm-Grippe hast, stört auch was deinen Code. Entschuldigung. Der war jetzt unbedingt notwendig, ne? Hast du doch mitbekommen, dass der notwendig war. Okay, ja. Also das ist jetzt mal wieder in Folge 11 so ein etwas freieres Maze-Dingens. Ja, ich würde sagen, wir bauen einfach in der Mitte alles voll mit Raketentürm. Ja, ist eigentlich die beste Taktik, oder? Es ist auch ein bisschen die langweiligste Taktik, aber ich weiß nicht, ob man da das genug Geld für hat, um das zu machen. Könnten wir tatsächlich mal ausprobieren. Wollen wir es einfach mal ausprobieren? Ja, komm, scheiß drauf. aber dann brauchen wir ja keine Boosts, ne? Nee, einfach Raketentürme. Dann baue ich jetzt ein Raketenturm nach dem anderen. Ich bin gespannt, wie weit wir damit kommen. Aber der deckt auch wirklich den ganzen Radius ab, ne? Der Turm. Ja. Da. Gut, das Problem an den Raketenturm ist, wir brauchen dann relativ schnell weitere, weil der immer nur auf einen schießt. Ja. Aber er nimmt erstmal einen mit pro Schuss, ne? Also für ja, wenn er trifft. Den einfachen. Ja, genau. Weil wir treffen ja eigentlich immer. Nee, Gott, also bei mir schießen sie teilweise daneben. Es kann auch sein, dass es, Ich hab's jetzt noch nicht gesehen, dass sie da. An der Optik liegt. Also, weil es bei mir ein bisschen zeitversetzt ist. Ja, kann ja sein, dass es minimal irgendwie laggt und. Ist ja auch ein komplexes Spiel, ein komplexer Spielablauf mit sehr dynamisch veränderbaren Levels. Ist ja klar, dass das so ein bisschen laggt beim Multiplayer. Lass mich die mal bauen, weil du siehst, meine schießen die Chemiewaffen hinterher, ne? Ja, ja, nee, das genau. Ich hab das ja nicht. Du hast das ja freigeschaltet jetzt nach der nächsten, der letzten Mission. Diese Chemiegeschosse. Und die machen ja einfach nochmal ein bisschen mehr Schaden. Machen die Schaden über Zeit eigentlich? Oder wie? Ja, 20% Schaden über Zeit. Okay. Das ist ja. Ach, jetzt haben sie bei mir auch mal daneben geschossen. Okay. Also, sie machen das. So, ja, die erste Welle haben wir schon mal abgewehrt, ne? Ja. Ja, die zweite könnte Problem werden. Mal gucken. Wir kriegen jetzt ja nicht schnell genug das Geld ran, um mehr Türme zu bauen. Ja, vor allen Dingen, wenn alle vier dann daneben schießen. Oh, toll. Ja, das ist das Problem, dass dann immer einer tötet den und die anderen drei schießen auf denselben noch, obwohl der schon tot ist. Ja. Die suchen sich halt alle dasselbe Ziel, ne? Das ist halt verdammt ärgerlich. Da hätte man auch ein bisschen unterschiedliche Zielpriorität machen müssen. Ja. Genau, du kannst auch noch verlangsamen. Bau mal weitere. Ja. Na, gerade den Tatooine, ich das Geld gehabt, die kosten immer 300. Ja, ich weiß. Bei mir hatten wir es jetzt gerade, deswegen sagte ich es. Ja. Okay, also Welle 2 könnte auch noch klappen. Ja. Das wäre zu albern, wenn das klappt. So, die Frage, ab welchem Punkt fangen wir an, die Dinger auszubauen, ne? Das ist so ein bisschen die Frage. Ja. Na komm, schieß den einen noch ab, da los, bevor der den zurückbringt. Ja, passt. Ja, passt, ist... Jetzt müssen es auch langsam so viele Türme sein, dass die dann auch mal die wichtige Frage ist, verschiedene abschießen. Weißt du irgendwas über Lollis Resonanz? Ja, machen sie ja, glaube ich, schon, ne? Ja, so ein bisschen. Nein. Geht's dir gut? Wurdest du auch beschädigt? Ich weiß, wie sich das anhört, aber mir geht es gut. Na, ich bin mir da nicht so sicher, Fletcher. Das kann ich dir versichern. Warum seid ihr noch gleich hier? Wir wollten, dass sich unsere menschlichen Passagiere hier niederlassen, wenn es möglich ist. Na, jetzt wird's kritisch, ne? Das könntet ihr, aber wir haben gekämpft. Mit irgendjemandem. Für eine gewisse Zeit und, naja, das könnte es etwas komplizierter machen. Was? Selbst mit verstärkten Türmen.
Naja, jetzt kriegen sie die raus. Ja. Ja, die Staffelstabübergabe, die ständige. Ist natürlich dann problematisch. Oh, jetzt sind die getarnt gewesen, toll. Na? Nein! Schade, den letzten. Nee, doch, sind alle da. Sind alle da, oder? Nee. Nee, jetzt sind drei weg. Nee, der eine hat halt drei mitgenommen da unten. Ja. Shit. Ach Gottchen. Aber immerhin, schon bis Welle 6 mit dieser absolut feigen, dummen Taktik gekommen. Aber hey, ja, ganz ehrlich, das Spiel hat uns bisher nicht so herausgefordert. Und noch habt ihr uns auch nicht gesagt in den Kommentaren, dass wir es bitte auf schwer hochstellen sollen. Das heißt, wir... Na, vielleicht haben sie das ja schon gesagt gehabt nach der letzten Folge. Ja, aber wir nehmen jetzt ja zwei hintereinander auf, also kann ich es ja noch nicht wissen. Ich habe ja keinen Temporalturm im Kopf, der mich durch die Gegend reisen lässt. Ja. Nicht das schon wieder. Fletcher, lass den Mann mit deinen scheiß Obst-Anekdoten in Ruhe. So, ich würde jetzt dann anfangen, mehrere Türme aufzurüsten, ne? Ja. Davon der Anzahl ist das okay. Glaub mir, ich weiß, wie sich das anhört. 600 brauchen wir da immer, ne? Ja. Ich geb's zu. Ich hatte gehofft, dass du etwas über, naja, zum Beispiel die Schumann-Resonanz sagen würdest, wenn ich diese Dinge erwähne. Ich befürchte, dazu gibt es nichts zu sagen. Dazu gibt es nichts zu sagen oder dazu weiß er nichts? Das ist ja das Problem. Dazu gibt es nichts zu sagen klingt immer so, als könnte er was sagen, aber er möchte nicht mit uns das teilen. Aber es ist, ich glaube, Magen oder Magen, wie ich den Planet nennen würde auf Deutsch, ist jetzt auch nicht so ein lauschiges Plätzchen für unsere Passagiere. Nee. Wenn ich mir so die Wüste hier angucke. Also ich würde da ungern wohnen wollen, wenn es nicht sein muss. Nee, irgendwie ein bisschen sandig, ne? Wobei sandig ja grundsätzlich nicht komplett schlecht ist. Ich meine, beim Wüstenplaneten funktioniert es ja auch. Ne? Also, da wollen ja auch alle. Ja, aber ich auch kein... Ja, ich nicht unbedingt. So, Vulkan muss ich auch nicht, ne? Vulkan musst du auch nicht haben. Und wie wär's mit der letzten Hoffnung der Menschheit in Interstellar? Der Planet sah ja auch so aus. Ja, nee, dann, lieber auf der Erde bleiben. Dann bleib ich dumm. Ich glaube nicht, dass der Schumann-Resonanzeffekt so überhaupt nicht funktioniert. Mit Himbeeren? Du hast die übertragungsstabilisierende Technologie, die man benötigt. Ja, was machen wir jetzt gegen die Unsichtbaren in Welle 8? Jo, gar nix. Diese ich meine, wollen wir irgendwo einen Booster hinsetzen, so am Anfang mal so einen Turm hinsetzen, wo wir einfach Unterbrecher runtersetzen? Ja, du brauchst ja gar keinen Turm hinsetzen, kannst du einfach... Ja, meine ich ja, einen Boost und... Wir können ja auf dem Weg mal vorbei. So... Ja, vielleicht hier hinten oder so, da. Oh ne, da muss ich erst was draufbauen. Ah, das ist sehr ärgerlich. Baue ich einen Temporalturm drauf? Ja, bau Temporaltürme. Man weiß ja nie, wozu man es braucht. Wie viel kosten die 200? 200, ja. Haben wir jetzt natürlich gut gemacht, dass wir beide den Turm gebaut haben, sodass keiner mehr den Unterbrecher runtersetzt. Ja, so, sehr gut. Jetzt passt. Und dann sind die nämlich auch nicht besonders stark. Ja. Gut, also wenn ihr sagt, wir haben geschummelt, dann liegt es nur daran, weil wir schummeln mussten. Ja, okay, wir haben jetzt nicht... Aber es geht ja gar nicht, also man muss ja, die aufdecken, die Unsichtbaren. Ja. Aber jetzt haben wir sie einmal gebaut, jetzt brauchen wir da ja auch nichts mehr dran machen, Gott sei Dank. Nee. Dann können wir wieder Türme aufwerten. Genau, fröhliches Türme ausbauen. Dieser Kern ist wieder sicher. Aber ich meine, wir versuchen jetzt ja auch im Endeffekt gerade nur experimentell herauszufinden, wie viele verschiedene Taktiken möglich sind bei dem Spiel. Ja. Ist ja an sich ein Pro-Argument für das Spiel, dass... Ja, auf jeden Fall. ...dass man auch mit so ganz anderen Taktiken durchkommen kann. Ich weiß nicht, vielleicht könnte man ja auch einfach ein riesiges Labyrinth aus Inferno-Towern nur bauen und hätte damit auch Erfolg. Ja. Weiß ich nicht.
Interessantes zu sehen, wenn man nicht so wie wir sonst das machen, mit einer taktisch sinnvollen Mischung an Türmen arbeitet, sondern mit einer taktisch ebenfalls sinnvollen Monokultur. Jetzt übergeben Sie das, nein. Oh, schlecht. Ja. Okay, ja, muss es wohl sein. Kommt Leute, haut rein. Yeah. Ja, und da ist er weg. Jetzt noch die Kleinen, die den abgreifen wollen. Ja, boah. Ja, das macht halt so, ich würde jetzt einmal auf Rot bringen, ne? Ja, mach das. Wenn die Welle 1000, ne? Durch ist. 1200, glaube ich. Ach du Scheiße. Haben wir sie? Haben wir. Wir haben sogar haben zwei. Ich baue dann noch einen aus. Ja. Na, das hat sich doch gelohnt. Ich finde das schon lustig. Ja, ich finde das auch. Das machen wir jetzt auf den ganzen anderen Karten auch so. Ach, wisst ihr was? Wir fangen einfach nochmal von vorne an mit der Kampagne, das ist halt so schön. Da. Einfach nochmal alles unter dem neuen Gesichtspunkt anschauen. Nur ich finde, das kann man sich auch mal gönnen, mal eine Folge ein bisschen Quatsch zu machen hier. Und es sieht ja auch ganz nett aus. Also. Ja, es ist ja nicht wirklich Quatsch, es funktioniert ja, ganz offensichtlich. Ja, also ich meine, am Anfang war es ein bisschen, ne, kritisch. Kritisch, ja. Bis die Türme die kritische Masse erreicht hatten. Ja, genau. Und jetzt haben wir das Problem im Endeffekt überwunden. Ja. Das machen die ja wirklich schon ganz gut Schaden. Es sind ja halt auch so viele Türme, dass da jeder auch irgendwie sinnvoll jemanden trifft. Und er schießt. Ja. Nach der Welle müssten wir eigentlich dann auch wieder einen ausbauen können. Ja. Rot. Also Gelb ging ja jetzt schon, aber... Oh, nee, ich warte jetzt auch noch auf den. Schieß doch den einen noch ab. Diesen dummen einen da hinten, ja. Das denke ich mir allerdings auch gerade. Vor allem, das ist ein Heilender, ne? Sehe ich gerade. Ja. Das muss ja jetzt. Nein. Die haben wir schon wieder nicht auf ihn geschossen. nee, die schießen nur auf die Kleinen. Ist ja auch okay, aber. Gut, der kommt jetzt auch nicht wirklich voran, so. Also. Nee. Kann ihn noch nicht verlangsamen, ne? Nee. Ja, das sind 20 Sekunden. Schon verlangsamt. Nee, ich meine, hier die Gegenkommen. Ja, meine ist ja auch erst in 2,5 Minuten wieder einsatzbereit. Ja, aber ich meine, der eine, den kriegen wir jetzt auch da noch, wenn mal jemand drauf schießt. Na komm, jetzt vielleicht so. Ach, ist schon tot. Oh. Vermutlich, weil die auch über Schaden über Zeit machen, ne? Ja, so ein bisschen, aber jetzt schießen sie gerade tendenziell alle ein bisschen daneben. Okay. Das ist gut. Ja. Nein, du nimmst jetzt keinen Kern, trägst jetzt keinen Kern mit. Ach, verdammt. Ja. Ich habe auch in 2 Minuten erst wieder die Möglichkeit, was zu machen. Ja, mit den Schilddingern da am Anfang, wenn die gleich einen Kern sich schnappen, dann ist natürlich schwierig. Ja. Ah, es könnte jetzt aber klappen, guck mal, weil der ganz hinten getötet wird. Das Problem ist natürlich, dass unsere Türme sich dann jetzt zu sehr nach hinten orientieren die ganze Zeit. Vorne keinen Schaden machen. Ja, also 4 Rote, also das wird da langsam... Ne, 3 Rote. 3 Rote, ja. Das wird doch. So, über den Weg haben wir auch mehrfach Temporaltürme, das ist, die laufen auch alle ein bisschen langsamer. Ist auch ganz gut. Ja, ich denke, das ist noch akzeptabel, dass man die so ein bisschen abbremst, wenn man sonst keine Schadenstürme baut hier. Für dieses private Achievement, was wir uns hier gerade holen. Nee, ich denke auch, das dürfen wir. Wir hätten natürlich auch fairerweise Raketentürme raufstellen können. Aber habe ich auch nicht dran gedacht. Was meinst du mit Raketentürmen raufstellen? Na, auf den Boost, dann hätten wir da keine anderen Türme benutzen können müssen. Hätten wir uns an die Regeln halten können, habe ich vergessen. Ja, egal. Pustekuchen. Ja, müssen wir jetzt durch. Denke ich auch. Müssen wir sowieso nochmal machen, weil wir haben 3 Kerne verloren. Ja, genau, also.
hier direkt. Da führt ja gar keinen Weg vorbei. Ja, direkt nee. Folge 12 ist das gleiche. Ist genau nochmal das gleiche, also schaltet unbedingt wieder ein. Ja, also da wären wir wieder an der Stelle, dass man das Let's Play auch ganz wunderbar bei doppelter Geschwindigkeit mit unterlegtem Dubspell sich angucken kann. Ja, ne, gerade eben meinte ich ja noch, ne, dass ich irgendwie schade finde, dass man die Türme nicht farblich unterscheiden kann, welche Spezialfähigkeiten die haben. Und jetzt machen wir das Level an und sehen natürlich, meine Gifttürme sind natürlich schön grün. Ja, kann man wunderbar unterscheiden, ich weiß nicht, was du hast. Aber guck mal, jetzt machen die halt auch schon so schön Schaden, dass die Gorillas nicht besonders gut vorankommen da vorne. Nee, nicht so richtig, ne? Und ich meine, es ist nur ein grüner Temporalturm, da könnten sie eigentlich jetzt mal die Zähne zusammenbeißen. Einfach mal durch, aber also richtig schnell sind die ja auch ohne Temporalturm. Nee. Und vor allem relativ schnell tot sind sie, ne? Ja. Aber ganz ehrlich, wenn da so viele Türme auf mich raufschießen, dann würde ich einfach auch nach Hause gehen wieder. Da hätte ich keine Lust mehr irgendwann. Das ist das Problem, ja. Das demoralisiert doch, oder? Total. Vor allem überall diese grüne Giftkacke, das stinkt auch noch widerlich. 1600, genau. Man kann es ja jetzt mal anfangen, weitere Raketentürme als nächstes zu bauen, wenn wir den letzten ausgebaut haben. Ja, das war so die Idee gewesen, dachte ich mir. Wollen mal sehen, wie weit wir damit noch kommen, ob wir die Plattform noch voll kriegen. Wir haben ja noch 8 Wellen. Ja. Man weiß es nicht. Darf ich sie dann alle grün bauen erstmal oder muss ich sie alle auf rot bringen? Was? Nee, du kannst doch erstmal grün bauen, klar. Du darfst alles, was du machen möchtest, Nick. Du bist ein freier Mensch. Ich meine, ob es zählt, wenn sie alle mit grün voll sind. Es zählt auch, wenn sie alle grün sind. Ja. Ja, ich war nicht sicher am Anfang, als wir die Idee hatten vor 20 Minuten, dass ob wir das hinkriegen, die ganze Plattform vollzubauen. Ob das einfach so zeitlich geht, ob man überhaupt so lange überlebt und ob man natürlich das Geld hat. Jetzt tötet doch die letzten zwei dann, kommt. Ja, das macht ja Giftschaden. Na? Ah, auch nicht mehr, schade. Da muss noch einer raufschießen. Ja, jetzt haben wir's. Und das Geld ist da. Auto. So, letzter und du kannst gleich die nächste Rakete, ja. Es ist einfach nur so unendlich böse. Naja, vor allen Dingen, das hätten ja die Verteidiger von Majin auch die ganze Zeit schon so machen können. Hier der Phillips oder wie der heißt. Die hätten einfach nur in die Mitte da ein paar Türme stellen müssen und schon hätten sie nie wieder Probleme gehabt. Also, ist gar nicht, warum die sich so Sorgen gemacht haben. Aber ich finde es ganz ehrlich mal ganz angenehm, dass das hier nicht wieder so einfach eine Riesenkonstruktion aus Häusern ist und so, sondern einfach mal so einfach mitten in der Wüste so eine Plattform. Nee, vom Design her ist es schon schön unterschiedlich. Das ist schon nett. So, jetzt kriegen wir die Plattform voll. Ja. Na, nicht ganz. So ganz minimal bisschen die Framerate geht runter tatsächlich. Trotz gutem Computer. Wenn die alle gleichzeitig feuern, bin ich so bei 22 Frames. Wenn die nicht feuern, dann bei 29 oder 30. Was ja so die normale Schwankung bei Fraps ist eigentlich. Ja. Also 22, 23 ist er jetzt. Also ist immer noch okay, die kommen ja weit, die Dinger. Das sind jetzt auch nicht die bestgepanterten Aliens. Und die Kleinen da drin, die haben auch nicht wirklich. Naja, nicht so richtig, Leben. Ne? Dann kannst schon wieder 2 ausbauen. Sehr schön. Ja, also mit grün voll zu bauen, kein Problem. Rot werden wir nicht mehr schaffen. Vielleicht kriege ich sie alle noch auf gelb, aber. Ja, na, 4 Wellen haben wir ja noch. Und dann ist dieses Martyrium für euch, liebe Zuschauer, auch vorbei. Dann, ich glaube nicht, dass es Martyrium ist. Ich finde das eigentlich eher abwechslungsreicher, als wenn wir jetzt einfach nochmal irgendwas gebaut hätten. Immer dasselbe bauen. Also ich meine, so geil lassen sich ja auch keine Labyrinthe bauen, wenn man sich das mal anguckt oder so richtig irre ist es nicht, ne? Ja, es kommen halt auch immer nur, es kommen ja jetzt auch keine neuen Türme mehr dazu, muss man ja bedenken, ne? Also, ich weiß nicht, ob das so schlau war von denen, ihr ganzes Pulver schon in den ersten 10 Leveln zu verschenken. Ja. Zu verschießen. Weil jetzt die nächsten 10 ist halt so, oder jetzt noch. Was? Noch 9? Ist das ja so ein bisschen abwechslungsarm. Also vielleicht kommen noch irgendwelche neuen Turm-Effekte dazu so ein bisschen, aber ich glaube, da kennen wir jetzt auch langsam alle, oder? Ja, ich denke auch. Zumal die Spezialeffekte, die jetzt man sich auswählen kann, jetzt auch nicht so großartig unterschiedlich sind. Ja, es verändert jetzt nicht alles. Ja. So Details.
Ja, bin ich gespannt, ob sie da gerade bei den Leveln vielleicht, bei den Welten noch ein bisschen Abwechslung reinkriegen in den letzten paar oder in den nächsten paar Missionen. Ich meine, wir sind jetzt erst bei der Hälfte des Spiels. Also ja. Sollte doch annehmen, dass da jetzt noch so ein bisschen sich steigert, also was Spannung angeht. Oder Komplexität oder wie auch immer. Noch mehr als 80 Türme, die auf einen armen Gegner schießen. Es sind nicht 80, Nick, übertreib nicht. Nein, es sind nur 20. Aber wenn sie alle rot wären, wären es 80 Raketen. Das stimmt. Da muss ich dir dann doch mal recht geben. Wenn wir nur mehr Geld hätten. Ach, dieses Geld. Schrecklich. Das war so ein bisschen immer das Problem. Apropos Geld, ich habe mich vor 2 Tagen gewundert, warum ich so wenig Geld auf dem Konto habe. Das war knapp im Dispo. Ja. Und dann habe ich ein bisschen geguckt, Kontoauszüge, nichts Verdächtiges gesehen. Dachte so, naja, habe ich mehr Geld ausgegeben als normalerweise. Ist mir jetzt so im Januar, habe ich ja fast nur gelernt und so, ich weiß gar nicht wofür. Ja. Und dann habe ich tatsächlich ein paar Stunden später einen Anruf bekommen von der Hausverwaltung, von der Wohnung, in der ich wohne, und die haben gesagt, ja, sagen Sie mal, Herr Weller, haben Sie zu viel Geld? Sie haben uns letzten Monat zweimal Geld von Ihnen bekommen für die Wohnung. 2 Mieten letzten Monat. Das sind ja mal gleich so knapp 500 Euro. Ja. War dann schon relativ viel. Ich habe halt aber beim Durchblättern der Kontoauszüge nur halt die Miete gesehen und habe halt nicht darauf geachtet, dass ich sie wahrscheinlich 4 Blätter weiter nochmal gesehen habe. Ja. Ja. Und dann haben sie gesagt, na, überweisen wir Ihnen zurück natürlich. War ein Fehler auf unserer Seite, Buchungsfehler. Zweimal Lastschrift halt in einem Monat. Das war super, also dass sowas passieren kann. Das ist doch aber schön, dann gleich wieder ein bisschen mehr Geld auf dem Konto zu haben. Ja, genau. Und denkt, na okay, dann ist es halt so, damit komme ich ja auch klar. Es waren halt so 70 Euro Dispo oder so. In ein paar Tagen war jetzt Anfang des Monats wieder, da kommt ja wieder Geld und so. Also es war jetzt nicht so schlimm. Aber so, jetzt gleich wieder 500 mehr aus, habe ja wirklich recht sparsam gelebt. Cool, ich wohne jetzt seit 6 Jahren in der Wohnung. Das ist das erste Mal, dass sowas passiert. Oh, guck dir mal an, was ich da Geld bekomme. Aufrüsten. Das ist das erste Mal, dass sowas passiert ist, nach 6 Jahren, weißt du? komisch. Ja. Wie sowas dann passiert. Nee, also haben wir leider nicht mehr ganz alles auf Rot geschafft, aber mit etwas Glück. Wir kriegen jetzt ja kein Geld mehr rein. Nee. Ja, wir hätten ihn auch auf Gelb gekriegt, also. Ja, auf Gelb, ja. Es kommt ja gar kein Geld mehr rein. Kriegt man kein Geld mehr? Nee, in der letzten Welle kriegt man kein Geld mehr. Ist ja blöd. Mir schon aufgefallen. Aber in der letzten Welle braucht man es ja auch nicht mehr. Stimmt. So, war das da Gold? Ja, ne? Ja. Ja. Bei 700.000. Nee, das war kein Gold. Das war, glaube ich, nur Bronze. Nein. Nee, Bronze tatsächlich. Tja. Ist ja gemein. Aber doch nicht wegen der 3 Kern, die wir verloren haben, oder? Wahrscheinlich unter anderem deswegen haben wir kein Silber und wahrscheinlich, weil wir zu wenig verschiedene Türme gebaut haben. Vielleicht gibt's da einen Multiplikator für. Weiß ich nicht. Ja, gut. Müssen wir mit leben. Warum scheinen alle KIs beschädigt zu sein? Und dir scheint es gut zu gehen. Genau, Sakara, was ist da los? Nicht nur mir. Fletcher geht es auch gut. Ich schätze, es liegt daran, dass wir beide lange nicht auf dem Planeten waren. An eine konkrete Sache kann ich mich erinnern, und zwar, wie ich den Orbitallaser so anpassen kann, dass er ein bestimmtes Ziel markiert und alle Türme sich auf dieses konzentrieren. Ah, okay. Das ist nützlich. Ja, das nehme ich dann jetzt mal nächste Folge. Ja, dann probieren wir das mal aus. Gerade für irgendwelche Boss-Viecher. Ja, oder der eine, der fliehen will oder so. Ja. Ja, schön. Gut, also wir wissen immer noch nicht, was mit den Himbeeren los ist und mit dieser Schumann-Resonanz. Wir wissen nur, dass wir weiterhin Aliens töten werden und wahrscheinlich auf vielfältigere Art und Weise als in dieser Folge. Also bleibt uns gewogen, ne? Macht's gut. Tschüss.